Man schafft eine gute Zukunft, indem man eine gute Gegenwart schafft. Es ist in unserer Gesellschaft nicht ungewöhnlich, dass die Leute sich von einem Wochenende zum nächsten hangeln, von einem Tag zum anderen. Die Zeit vergeht und manchmal kommt es einem so vor, als ob das Leben an einem vorbeizieht. Man fühlt sich irgendwie wie ein Boot auf dem Fluss, das auf der Oberfläche des Lebens dahin treibt, jedoch nicht in der Lage ist, den Anker zu setzen und tiefer zu tauchen. Doch warum fühlen sich so viele Menschen so? Die Antwort ist simpel. Sie leben nicht im jetzigen Moment. Unsere Gedanken schweifen meist in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Das trennt uns vom jetzigen Moment. Wir zerbrechen uns den Kopf über vergangene oder zukünftige Situationen. Oft sind es Ereignisse, die ein negatives Gefühl in uns ausgelöst haben, oder aber machen wir uns Gedanken über Dinge in der Zukunft. Je mehr wir an der Zeit festhalten, desto mehr trennen wir uns vom jetzigen Augenblick. Die Momente, in denen wir voll und ganz im Jetzt sind, sind meistens die, in denen wir uns am lebendigsten fühlen. Wie kannst du also im Jetzt bleiben und damit deine Lebensqualität erhöhen? Hallo, mein Name ist Rania und in diesem Video zeige ich dir drei einfache Dinge, die du tun kannst, um im Jetzt zu bleiben. Mein erster Punkt ist Atme. Natürlich atmest du immer, aber meistens nicht bewusst. Dies ist jedoch eine der einfachsten und besten Übungen, um dich zurück in den jetzigen Moment zu holen. Atme tief durch. Das ist alles. Atmen ist immer im Jetzt. Ich meine, du kannst nicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit atmen, stimmt's? Zudem kannst du diese Übung jederzeit und überall tun. Das Einzige, was du dafür brauchst, sind deine Lungen. Es verbindet dich außerdem mit deinem Körper und somit mit dem Hier und Jetzt. Es wirkt entspannend und klärt deinen Kopf bzw. deine Gedanken. An dieser Stelle halte doch kurz das Video an und probiere es aus. Gehen wir rüber zu meinem zweiten Punkt und der ist: Fühle deinen inneren Körper. Was meine ich damit, fühle deinen inneren Körper? Nun, das ist nichts anderes als eine weitere einfache Übung, die du tun kannst, um im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Konzentriere dich dafür auf deine Hände, deine Füße oder dein Herz, als ob du dich im Inneren befinden würdest. Mein dritter und letzter Punkt ist Achtsamkeit und Beobachten. Sei dir deinen Gedanken bewusst und beobachte, wie sie kommen und gehen. Du musst deine Gedanken nicht kontrollieren, sei sie dir einfach bewusst. Indem du deine Gedanken beobachtest, kannst du sehr viel über dich selbst und über dein Unterbewusstsein lernen. Wichtig zu wissen ist, dass du nicht deine Gedanken bist. Du bist derjenige, der beobachtet. Lass mich das wiederholen. Du bist nicht deine Gedanken, du bist derjenige, der beobachtet. Als eine weitere Übung kannst du dich auch einfach voll und ganz auf den jetzigen Moment konzentrieren. Mach dir aber nichts daraus, wenn deine Gedanken nach ein paar Sekunden wieder abschweifen. Das macht nichts. Wenn du das bemerkst, hole dich einfach sanft wieder in den jetzigen Moment zurück. Ich habe auch noch ein Video gemacht, in dem ich darüber spreche, wie du fokussiert bleiben kannst. Das war es für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst. Schaue außerdem auf meinem neuen Facebook-Account vorbei, den ich unten in der Beschreibung verlinkt habe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!